Wenn ich bei der UFC wäre, würde ich wahrscheinlich weniger Geld in meinem Leben verdienen, als ich jetzt verdiene. Also ich habe gestern gerade nachgeschaut, wie viel Khamzat Chimaev, einer der größten Namen, okay, einer der größten Namen in der UFC, so verdient. Und dann muss man auch noch wissen, wenn die irgendwo so 100, 200, 300.000 für einen Kampf bekommen, dann müssen sie die Hälfte da schon ungefähr für das eigene Camp abgeben, weil das kostet mega viel. Dein Trainer, deine Sparringspartner musst du bezahlen, Ernährungsberater, Masseur, Physiotherapeut, all diese Leute, die musst du alle bezahlen. Manager nimmt schon mal 20 bis 30% easy von deiner Gage. Also da bleibt am Schluss nicht so mega viel übrig. Und bei allen anderen, okay, außerhalb der absoluten Topverdiener, die verdienen teilweise lachhafte Summen. Es ist beschämend, wie wenig das UFC-Fighter verdienen, abgesehen von vielleicht einer Handvoll. Ihr denkt vielleicht 100.000 für einen Kampf ist viel, aber dann machst du vielleicht 2 Kämpfe pro Jahr, oder? Von den 100.000 geht schon easy, mehr als die Hälfte geht weg. Mehr als die Hälfte. Nicht nur Steuern, eben Manager, Trainer, Berater, bla 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 bla, mega viel. Vor nicht allzu langer Zeit musste eine UFC Champion-Kämpferin musste aufhören, weil sie hatte nicht genügend Kohle. Sie musste, um ihre Leidenschaft für den Sport zu finanzieren, eine der besten Profikämpferinnen der Welt, okay, musste sie noch im Einkaufszentrum an der Kasse arbeiten, irgendwo in Brasilien. Und die Doppelbelastung wurde jetzt zu viel. Und da das Profikämpfen halt nicht genügend Futter auf den Teller brachte, musste sich dann dafür entscheiden, das sein zu lassen. Und so geht es beinahe allen Kämpfern, außerhalb eben vielleicht der absoluten Top, 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 Top Leute. Und dann ist das ein Gig, den du ein paar Jahre lang machen kannst. Vielleicht 5, vielleicht, wenn du mega Glück hast, 10 Jahre. Und dann stehen die meisten Profikämpfer wiederum vor dem Nichts, haben nichts aufgebaut, konnten fast nichts auf die Seite bringen und sind jetzt einfach in einem Bereich ausgebildet als Profikämpfer, wo sie absolut keine Zukunftschancen haben. Sie haben sich auch nicht als Trainer weitergebildet oder eine Schule aufgebaut oder irgendetwas. Und jetzt stehen sie vor dem Nichts und müssen einfach noch komplett neu das Leben beginnen, irgendwo mit 35, 40. Einfach dann irgendwo Gebrauchtwagenhändler werden oder weiß der Kuckuck was. Wenn sie Glück haben, können sie ab und zu ein Seminar geben, ein-, zweimal pro Monat und 1.000, $2.000 abstauben. Also ihr werdet überrascht, wie wenig Geld da tatsächlich dabei ist, abgesehen eben von vielleicht 5 Leuten. Und das sind dann häufig nicht mal unbedingt die Besten der Besten, sondern vor allem die Lautesten, die sich am besten verkaufen. Habt ihr erst gerade das Video gesehen von Demetrius Johnson, wie wenig der verdient? Das ist einfach absolut krass. Nichts mit Millionen verdienen.